Servus Alexander und willkommen zurück in der Volksrepublik China. Und wir sind wieder zurück im Krieg mit der Achse, der mit Frankreich zusammengelegt worden ist. Das ist interessant. Ist doch nicht der Komintern beigetreten. Dann solltest du auch eigentlich in der Lage sein, Verbündete in den Krieg zu rufen. Das ist übrigens ein Bug, dass die sich da nicht verteilen. Ein sehr nerviger, wie ich persönlich finde. Und ich finde, man sollte Frontlinien ein bisschen verstellen können, dass sie zum Beispiel nicht da reinlaufen, aber das ist natürlich zu viel verlangt. Kann natürlich stattdessen die Rückzugslinie nehmen, aber dann kann ich keinen Angriffsplan machen. Also eine Rückzugslinie. Ich weiß gar nicht, was ich vorher von dir gesagt habe. Ich überlege gerade. Interessanterweise bestimmt ja eine Hälfte, dass es sich nicht strategisch verlegt. Ob ich mich eventuell ein bisschen zurückziehe. Warschau fällt gleich. Ich glaube nicht, dass wir Warschau halten können. Was fehlt mir hier? Ist das Öl? Dann ist es mir egal. Tibet, Nepal, Bhutan. Okay, wir schreiben das Jahr 39 im August. Gib mir mal Ingenieure. Ich sage mal Ingenieure statt Pioniere. Okay. Wollte eigentlich gerade sagen, dass das war schon, Event gerade falsch war, aber es hat ja Deutschland eingenommen. Das einzige Austausch hier sind ja die ganzen chinesischen Divisionen. Sound, Effekt. Wahrscheinlich ist es ein Effekt Lautstärke. Mich echt langsam nervt, wie laut es ist. Das ist ja durchaus ein wichtiger Ton. Aber er nervt halt trotzdem. Vor allem, weil er halt dauernd kommt, obwohl sich ja eigentlich nichts ändert. Ich weiß, dass es denen gerade beschissen geht. Das muss er mir nicht dreimal sagen. Oh nein. Wie viele Divisionen reden wir da? Fünf. Oh Gott, die verrecken alle. Die verrecken alle. Okay. Forget that. Und sie haben Danzig. Mit Danzig haben sie natürlich einen. Das war jetzt Schwachsinn. Mit Danzig haben sie natürlich einen Hafen, den man verteidigen kann. Aber ganz ehrlich, es stehen halt da gerade 100 Divisionen drin. Ich glaube, der Krieg würde halt deutlich einfacher gehen, wenn die dann nicht alle sterben würden. Die KI. 4000 Artillerie fehlen mir. Das glaube ich auch nicht.
Auswirkungen von Palisand plus 10%. Effiziente Organisation von Palisanen in besetzten Gebieten gegen uns. Ist das doch ein negativer Effekt, oder ist das schlecht übersetzt? Boah, sind das viele Panzer. Wegen einer. Yeah, da komme ich nicht durch. Die Deutschen zerfleischen uns. Erstmal irgendwie organisieren. Ich sehe schon, eure Verteilung ist schon wieder total genial. Ich wünsche, wir würden der Truppen rausfahren statt rein, ehrlich gesagt. Kriegt keine eingehende Versorgung da drin. Das kann aber irgendwie auch nicht sein, oder? Ich meine, es ist Danzig, es ist ein Riesenhafen. Oh, dieses Scheißton. Ja, wir sind definitiv leiser geworden. Ich weiß, dass Versorgung scheiße ist. Zu meinem Bedauern kann ich es leider nicht ändern. Oh, das ist echt nervig. Als ob ich es nicht wüsste, gell? Polen hat noch nie kapituliert, oder? Na, es dauert nicht mehr lang. Spannend, wie lange die Danzig halten.
Du willst mir gerade ernsthaft erzählen, dass ich meine Versorgung über den Wasserweg kriege? Well, if that ain't beautiful. Über welchen Hafen denn? Im Grunde über diesen. Aha. Haiku ist ein Zweierhafen. Guangzhou ist ein Fünferhafen und ihr geht hier über einen Dreierhafen. Das ergibt durchaus Sinn für mich. Except the parts where it doesn't. Ich werde den beschließen mal, dass sie keine Divisionen aufstellt. Das ist interessant. So, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Wir sind zurück. Okay, dann schauen wir mal, ob wir Polen davon abhalten können. Okay, also zwischen ist auf jeden Fall auch das Vereinigte Königreich in diesem Kriege. Du bist ja schon länger dabei. Spätestens mit Luxemburg ist jetzt auch du dabei. Das heißt, wir sollten jetzt langsam mal eine zwei Frontenbedrohung für die Deutschen erhalten. Vor allem, warum sehe ich eigentlich denen ihre Truppen so stark, weil die im selben Krieg sind? Ist das normal? Das seid ihr in meinem Krieg? Okay, dann ist es normal. Ihr habt keinen eigenen Krieg. Okay, er wurde komplett zusammengefasst. Die ganze Welt ist im Krieg der chinesischen Rückforderung von Henan. Das heißt, ja, ist halt die Frage, wie viel zweite Front macht die aufbauen. Vor allem das Vereinigte Königreich ist ja extrem schwach. Ich hätte mir wohl wahrscheinlich Britisch-Indien mal holen sollen. Ja, ich geht irgendwie. Macht das Band bitte nur einmal. Verbesserungen, da fehlt viel Infanterieausrüstung. Wie viel Artillerie fehlt noch hier? 3000. Gott, das wird auch nicht weniger. Wobei es ist ja weniger geworden. Ja, die verrecken alle, sage ich. Das ist das Traurige. Oh Gott, jetzt sind die auch noch abgeschnitten. Wir verlieren in diesem Kessel alleine mehr Truppen, als wir durch den Zugang der Alliierten erhalten. Krass. Das wollte ich, genau darauf wollte ich hinaus, als ich euch gesagt habe, ihr sollt euch an die Front anschließen. Dann wollte ich genau darauf hinaus, dass ihr da hinten stehen bleibt. Ich nehme an, dass sie stehen bleiben, weil genau. Ich bin gerade echt überlegen, ob ich Polen nicht sterben lasse.
wir jetzt machen, ist, wir lassen Polen tatsächlich sterben. Und wir machen eine Einsatztruppe, die sich danach drum kümmert. Jetzt war eine Sache, die ganz gefährlich ist, wenn Polen fällt, ist die Tatsache, dass dass Polen ja gerade hauptsächlich von Nein, ach dieses Scheißspiel. So, was ich jetzt hier halt will, ist, dass meine Armee an der Grenze bereit ist, sobald Polen kapituliert, weil wenn Polen kapituliert, dann wird es hier ein ganz hässliches Fleckengewebe und ich will finden, dass die Deutschen das ausnutzen können, um Truppen zu vernichten. Verluste haben denn die Deutschen eingefahren? 255.000, das ist nicht genug. Vielleicht halten sie es ja sogar. Problem ist, wenn sie es halten, dann will ich eigentlich an der Front sein, damit ich Kriegsbeteiligung habe. Das Gefühl, dass sie sich ja gerade alle ein bisschen anstellen. Belgien ist dabei. Problem ist, dass ich wahrscheinlich deren Sicht nicht sehe. Das heißt, ich weiß gar nicht, was bei denen eigentlich los ist. Ich wüsste halt gerne, was bei denen an der Grenze steht, weil es sieht irgendwie. Aktuell sieht es halt aus, als würde gar nichts stehen, was halt mit Sicherheit nicht stimmt. Hoffe ich zumindest. Ist Dänemark eigentlich dabei? Noch nicht, okay. Die nerven euch, das ist schön. Brest-Litovsk ist ja aktuell so und Grodno wahrscheinlich. Und so gerade die Punkte, die Polen am Leben erhalten. Weil sie wahrscheinlich sogar beides brauchen. Da ist noch Lemberg. Jetzt haben sie gerade meine Schlacht geschlagen, gell? Ich wüsste halt echt gern, was an denen ihrer Front los ist. Infrastruktur in Shanxi. Wann ist die fertig? 25. Oktober. Ich fange gerade an zu gewinnen. Interessant. Häfen in Krim. Ganz toll. Ich hätte schon befürchtet, das wären Sachen, die ich ändern könnte. Deshalb ist es vollkommen egal, was ich tue, weil der Hafen in der Krim entscheidend ist. Ernsthaft, der 10er Hafen in der Krim ist mein Versorgungsproblem? Also das stimmt doch alles von vorne bis hinten nicht.
Nachschub ist echt nervig in dem Spiel. Brest Litovsk ist gefallen. Aber Polen ist noch nicht ganz voller Kapitulation. Ich überlege gerade, ob ich meine Truppen eventuell darüber verschiffe und versuche mich von da aus zu kämpfen. Die erste Frage ist, müsste ich mir Sorgen machen? Wahrscheinlich nicht. Ich hätte hier halt eventuell den besseren Nachschub. Hier sind weniger Divisionen. Und ich wäre direkt in Deutschland und hätte damit eventuell die bessere Möglichkeit zu kämpfen. Ist vielleicht ein bisschen arg unorthodox, aber eventuell helfe ich dabei, China zu verteidigen. Das machen wir ja bitte anders. Pause, Stopp. Alle. Geht nach Leningrad. Okay, stopp. Ich überlege zum Gott, ob ich nicht hier bleiben soll für die Kapitulation von Polen. Die Frage, ob die das selber hinkriegen oder nicht. Oder ob sie nicht total dumm sind und alles versauen. Dem Moment, wo Polen, ich vertraue jetzt der KI. Der Satz, allein der Satz lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Ist auch schön, dass Danzig so schön viele Truppen hier bindet. Wer ist eigentlich alles groß macht in diesem blöden Krieg? Deutsches Reich und Italien. Spanien dürfte eigentlich nicht teilnehmen, denn das sehe ich zwar jetzt nicht, aber die haben so einen Faktor, der bis 42 normalerweise hält, der besagt, dass sie weil mein verdammter Nachschub über Land kommt, übers Wasser kommt statt über Land, habe ich nicht mal genügend Konvois. So bitter. Und vor allem halt so lächerlich, dass die halt, vor allem das kann, das ist. Ich könnte es halt irgendwie einstellen. Aber wahrscheinlich ist es nicht mal besser mit der Infrastruktur dazwischen in der Gegend hier, wer weiß. Gell? Okay. I understand. Verteilt ihr euch dieses Mal? Natürlich nicht. Okay, dann machen wir hier einen Schnitt und schauen, was als nächstes schief läuft. Bis dahin viel Freude. Servus.